An einer Tretkurbel eines Fahrrads wirkt die Kraft F. Es sind die folgenden Werte zu ermitteln: das Moment in der Tretkurbelwelle, die Zugkraft in der Kette, das Moment am Hinterrad, die Vortriebskraft des Hinterrads. Bevor wir das berechnen, werden wir denen erstmal entsprechende Namen geben. Das heißt, das Moment in der Tretkurbelwelle, das nennen wir MT, die Zugkraft in der Kette FZ, das Moment am Hinterrad MH und die Vortriebskraft des Hinterrads nennen wir FV. Das zeichnen wir jetzt einmal ein. Das Moment an der Tretkurbelwelle sitzt hier. Die Zugkraft in der Kette läuft hier tangential FZ. Das Moment am Hinterrad ist hier MH und die Vortriebskraft ist im Kontaktpunkt zum Boden. So, das Moment in der Tretkurbelwelle. Der Hebelarm für die Tretkurbelwelle ist L1, also für F ist L1, das heißt also MT ist gleich F mal L1. Was ich hier nicht erwähnt habe, linksdrehende Momente sind positiv. So. Zu B. B ist die Zugkraft in der Kette. FZ ist gleich MT geteilt durch D1 halbe, weil wir nur den Radius brauchen. Das heißt, es ist 2 mal MT durch D1. Beziehungsweise, wenn wir jetzt MT einsetzen, dann ist es 2 mal F mal L1 geteilt durch D1. C, das Moment am Hinterrad. Das Moment am Hinterrad setzt sich zusammen aus der Kettenkraft FZ und dem Hebelarm, dem halben Durchmesser 2. Das heißt also MH ist gleich FZ. Nein, das war verkehrt. Moment. Na doch, wollten wir haben. Genau, FZ mal D1 halbe. Nein, das war verkehrt. Das ist natürlich D2 halbe. So, wenn wir das jetzt einsetzen, dann kommen wir auf 2 mal F mal L1 geteilt durch D1 mal D2 halbe. Und die 2 können wir kürzen. Und es bleibt übrig F mal L1 geteilt durch D1 mal D2. Damit kommen wir dann auch zu D, Vortriebskraft. Die ergibt sich aus dem Moment am Hinterrad und dem Hebelarm L2. Das heißt also FV ist gleich das Moment am Hinterrad geteilt durch L2. Das heißt, auch hier können wir wieder einsetzen. F mal L1 geteilt durch D1, dann schreibe ich gleich L2 hier mit hin, mal D2, beziehungsweise wenn wir es ein bisschen hübscher haben wollen, dann machen wir daraus, das ist gleich F mal L1 durch L2 mal
d2 durch d1. So, jetzt müssen wir einmal gucken, ob wir alle Sachen gelöst haben. Wir haben das Moment an der Drehkurbelwelle, wir haben die Zugkraft in der Kette, wir haben das Moment am Hinterrad und wir haben die Vortriebskraft des Hinterrads. Damit ist die Aufgabe gelöst.